Meine lieben Stiere, diese Legung ist für euch. Da wollen wir ganz kurz in die aktuelle Situation bei euch reinschauen und vielleicht so ein bisschen in die Vogelperspektive sehen, gehen und verstehen, was ist vielleicht von euch verborgen, was seht ihr vielleicht nicht, was ist eigentlich die Lösung und was braucht ihr für die Lösung. Wenn dir meine Arbeit gefällt, abonniere gerne meinen Channel, aktiviere die Benachrichtigung, sodass du die, aktiviere die Glocke, sodass du nichts verpasst. Like dieses Video, kommentiere es gerne, wenn es dir geholfen und gefallen hat. Und unterstütze mich gerne mit dem Betrag deiner Wahl. Den PayPal-Link findest du unten in der Beschreibung. Okay, meine lieben Stiere, was geht bei euch im Leben? Da wollen wir schauen. Okay, loslassen. Ihr arbeitet gerade am Loslassen. Schön. Loslassen kann manchmal einfach, kann manchmal... Ach, obwohl. Ja, loslassen, wie einfach das auch klingt, ist manchmal das Loslassen sehr schwer. Okay, wo lasst ihr gerade los? Wo lassen die Stiere gerade los? Ist zu viel. Moment. Ich will nur eine Karte. Oh, haha. Moment. Okay, dann lasse ich mal lieber eine ziehen. Die obere. Okay. Ich würde mal sagen, ihr übt euch gerade. Wir haben hier Sovereign of Wands, quasi souverän, so schwer dafür eine Bezeichnung zu finden, aber ich will mal sagen, ihr übt euch gerade im Loslassen und auch gleichzeitig so in so einem souveränen Handeln, in eurem, vielleicht in so einem souveränen Auftritt, in Stäbe ist quasi eine Feuerenergie, also das ist Entscheidung treffen. Vielleicht übt ihr euch gerade daran, tatsächlich auch souveräne Entscheidungen im Leben zu treffen, euch selber zu vertrauen, tatsächlich eurer Intuition zu vertrauen. Und ja. Und es vielleicht mit Leichtigkeit tun, mit einer Souveränität, nicht mehr mit Angst, nicht mehr mit Unterdrückung, nicht mehr mit irgendwelchen Glaubenssätzen, die euch da, wie gesagt, die Entscheidungen, die wir aus Freude treffen und aus Souveränität, aus Vertrauen und Vertrauen zu uns selbst sind natürlich ganz andere, als wenn wir Entscheidungen aus Angst treffen oder Menschen irgendwas beweisen wollen. So, und was ist dann von euch verborgen? Was ist gerade das... das Schattenthema quasi dabei in diesem Loslassprozess? Fate. Ich musste kurz abbrechen, um tatsächlich das Wort zu googeln. Aber Fate bedeutet Schicksal. Das heißt, okay, wow. Tatsächlich, ja, loslassen und sich dem Lauf der Dinge quasi anvertrauen. Und eigentlich, ja, am Ende, wenn wir versuchen quasi sehr viel Kontrolle über die Dinge zu haben. Es bringt ja weder uns noch den anderen quasi was Gutes. Und ich würde mal sagen, tatsächlich, ihr seid gerade im Loslassprozess vielleicht, dass ihr quasi die Kontrolle abgibt und euch tatsächlich dem Schicksal anvertraut. Und weil diese Karte sieht ja wirklich wunderschön aus. Wir haben hier ein sehr, sehr schönes Ei, was auf einem sehr schönen Kissen liegt. Und so würde ich mal sagen, im Außen, im Bewussten, übt ihr gerade souveräne Entscheidungen zu treffen, für eure eigene Kreativität, für eure eigene Leidenschaft einzustehen, für, wie gesagt, eure Entscheidungen im Leben, für eure Persönlichkeit, für euer Sein und gleichzeitig im Unterbewussten läuft der Prozess des Anvertrauens, dem Lebensanvertrauens, dem Schicksals. Quasi nicht mehr kämpfen, nicht mehr beweisen, sondern tatsächlich loslassen. Wie schön. Okay, eure Lösung ist Freude. Verbinde dich mit deiner Essenz.
innere Lebensfreude und lächle mit jeder Zelle, liebe Stiere. Das ist quasi euer Ausweg. Vielleicht wart ihr ein bisschen verbittert. Und es gilt tatsächlich, die einfachste Lösung aus jeder schweren Situation ist Freude und Lachen. Und wie gesagt, nochmal, verbinde dich mit deiner Essenz, innere Lebensfreude und lächle mit jeder Zelle. Und dazu haben wir noch die Karte Mitschöpfertum. Und wiederum das Ei. Und das Ei heißt ja, dass da was reift. Dass am Ende das Leben ja für dich ganz, ganz viele Geschenke vorbereitet hat. Und du bist tatsächlich jetzt aufgefordert, an deine Freude im Leben zu arbeiten, mitzukreieren und gleichzeitig dem Lauf der Dinge anzuvertrauen und souverän deinen eigenen Entscheidungen zu, wie sagt man, zu vertrauen, deiner inneren Stimme, deiner Intuition. Und auch gleichzeitig loslassen. Also vielleicht klingt das irgendwie vielleicht ein bisschen paradox, aber tatsächlich so die Leichtigkeit im Leben zurückholen, so eine Freude, so eine kindliche Freude, Leichtigkeit loslassen, an seine eigenen Freude mitgestalten, mitkreieren und souverän zu seinen Entscheidungen zu stehen, wenn man vielleicht sich für seine Freude entscheidet im Leben, dass man tatsächlich ja, wie gesagt, da ihr auch ein Erdzeichen seid, ihr seid natürlich auch dafür da, um quasi eure eigene Erde zu beschützen, zu bestehen und dann nach vorne zu gehen und auch, wie gesagt, die Dämme zu brechen. Und vielleicht gilt es hier so ein bisschen in die Leichtigkeit zu kommen, loszulassen. Wie gesagt, wie diese eine Tropfen runter zu fallen und mit dem Ganzen sich zu verbinden. Nicht mehr quasi allein da auf dem Blatt zu sein, sondern sich mit dem Ganzen zu verbinden und sich, wie gesagt, mit dem Universum zu verbinden, mit dem Lauf der Dinge und sich dem Leben anzuvertrauen und das, wie gesagt, souverän zu meistern. Euch selbst vertrauen, dem Leben vertrauen. Ja. Und an seine eigenen Freude mit kreieren. So würde ich das als Botschaft für euch, liebe Stiere, formulieren. Ich hoffe, ich konnte euch trotz der Unterbrechung und trotzdem nachschauen, was Fate bedeutet, konnte ich das für euch das quasi zusammenbringen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, setz gerne ein Like, kommentiere es, folge mir und abonniere meinen Channel. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal, bis dann.